Ich meine, ich könnte das gleiche Spiel ja nochmal machen. Also erstmal müssen wir ihn anpeilen. Mhm. Das funktioniert ja soweit. Dann springt er hier nach drüben. Dann müssen wir die Kontrolle wieder abgeben. Ihn nach oben fahren lassen. Na, kriegen wir ihn? Ah ja, das geht. Und jetzt können wir die Kontrolle komplett übernehmen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wir werden sehen. Ach Mann. Nein. Kann ich nicht. Schießen. Ich kann schießen. Gut zu wissen. Da komme ich nicht durch. Habe ich auch eine Karte? Leider nicht. Okay, aber hier kommen wir durch. Nicht. Weil wir eine grüne Karte brauchen. Aber die Karten können die hier doch nicht mitnehmen, die wir kontrollieren. Ja, der kann den nicht mitnehmen. Das heißt, wir müssten Hardboiled Chicken hierher kriegen. Wir können jetzt höchstens noch hier lang gehen. Okay. Ich kann ihn ja mal hier stehen. Ach doch, das ist richtig, genau. Ja, das ist richtig, okay. Aber wir müssen ihn jetzt wieder umbringen. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, wenn ich ihn jetzt umlege, dann hat mir das im Endeffekt auch nichts mehr gebracht. Ich wollte ja hier vorbei. Außer wir machen das noch einmal. Okay. Nimmt etwas Zeit in Anspruch, aber ich probiere es einfach mal. So. Jetzt muss der wieder nach unten. Und dann können wir hoffentlich direkt weitermachen. Genau. So, auflegen. So. Okay. Ja. Jetzt. Ah nein, das war... Ah, das war schon wieder der falsche. Nein. Ich darf nicht die Kontrolle über ihn übernehmen, weil er ansonsten... Naja. Suizid begehen muss. Mein Fehler. Komm schon. Beeilung. Ja, der geht auch wieder dran. Also, gibt es hier noch einen anderen Weg? Schien für mich aber soweit richtig zu sein. Vielleicht gibt es hier auch wirklich mehrere Möglichkeiten. Wäre sicherlich durchaus möglich. Okay. Sehr gut, er geht wieder an das Telefon und dann dürften wir auch niemanden mehr im Weg haben. Na schön. Na gut, an die Mechanik muss man sich auch erst einmal gewöhnen. In Rocket Bird 1 konnten wir ja nur eine... Er hat sich getötet. Konnten wir nur eine einfache Mechanik verwenden. Das hat gereicht, um ihn zu töten. Na großartig. In Rocket Bird 1 konnten wir einfach nur die Kontrolle übernehmen. Und hier haben wir ja zwei Möglichkeiten. Das ist euch nicht wahr. So, abgeben. Hochfahren. Hier. Na komm schon. An das Telefon. Und dann bekommen wir das hoffentlich auch noch hin. Ja, also. So. Dass das schon gereicht hat, ihn umzulegen. Genau, das können wir ja nicht öffnen. Aber wir können hier stehen bleiben. Genau, und dann müssen wir später wieder die Kontrolle übernehmen. Perfekt.
Jetzt müssen wir... ja. Okay, wir müssen erstmal nach unten fallen lassen. Am besten nicht in die Säure. Naja, man kann nicht alles haben. Genau, und jetzt müssen wir wieder die Kontrolle übernehmen. Und zwar... ich glaube, das reicht schon. Okay. An das Telefon, mein behaarter Freund. Mein befederter Freund. Na, wie auch immer. Ups. Na, hier, so. Der kann erstmal hier bleiben. Für den Fall der Fälle. Na, also. Munition. Hierfür brauchen wir noch die Karte. Und zwar die hier. What is it, little buddy? What? An imposter? Inside the temple? Wearing a limp hood? And underneath he is actually hard-boiled chicken? What? Sorry, I don't understand. Was sind das für Abscheulichkeiten? Oh, he's looking for Putski. Yes, I will notify the Savant immediately. Na schön. Hier können wir nichts machen. Hm. Ach, wir könnten auch noch hier herunterfahren, ja. Ich würde aber gerne noch wissen, was hier links ist. Auf der Karte. Okay. Komme ich hier wieder ohne Probleme hin, oder sollte ich jetzt... Ich kann ja jetzt hier schon mal das Tor öffnen. Also kommen wir ja später ohne weitere Probleme wieder hierher. Also würde ich sagen, gehen wir erstmal hier nach unten. Achtung. Ja. Durch die Säure. Nein, nein, nein. Springen, springen. Damit muss ich jetzt leben. Die lassen mich vorbei, genau. Die hier auch. Okay, wir gehen mal hier nach oben. Ein paar Doppelsprünge. Genau, und wieder zurück. Dann sehen wir nämlich mal, was wir hier noch haben. Ja. Hier nach unten müssen wir. Okay. Was haben wir hier? Nach links. Ach, das waren die hier, genau. Mit denen können wir auch nicht interagieren. No kidding. So I opened one of them crates to have a look inside. And? Well, it doesn't taste like pork. You mean you ate it? It tastes like, like... It tastes like what? I can't quite describe it. Butter? Does it taste like butter? No, not like butter. Fish? No, not like fish. Rocks? No. Bananas? No. Medicine? Ach du Heilige. No. Ich glaube... oh, das wollte ich nicht mitnehmen. Achselhöhle, ja. Kann ich ihn eigentlich... Boogers. Oh no. Ich würde gerne hier durchkommen. Beef? No. Ich frage mich, wie lange dieser Dialog hier anhält. Does it taste like butter? Ja gut, da waren wir schon. No, not like butter. Es schmeckt wie Hühnchen. Fish? Kannibalismus. No, not like fish. What the? Schade. Ah, Moment. Ach du Heilige. Okay, ich hoffe, dass einer von denen eine blaue Schlüsselkarte dabei hat. Granatenwerfer haben wir noch. Und was haben wir noch? Mossi? Aber dafür noch Munition. Lad mal nach.
Achtung! Haben die beide Flammenwerfer? Komm schon, komm schon, komm schon! Jawohl! Keine blaue Karte. Wer hat denn hier eine blaue Karte? Moment, der hier hat ein schwarzes Hütchen. Scheint nicht sehr viel zu bringen. Naja, wenn wir schon mal hier sind. Ich wollte hier eigentlich nicht alle niederschießen. Kommen wir hier irgendwie zu dem nach oben? Ich sehe keine Leiter. Das hier ist auch verschlossen. Also, ich weiß nicht. Wir könnten dann diese Bomben nehmen und Dinge entdecken. Also hier gibt es doch noch ein paar versteckte, ja, Räume und eben auch Gegenstände. Naja, ich wollte einfach mal nachgesehen haben. Ja. Hier auch verschlossen. Da bräuchten wir eben die richtige Schlüsselkarte. Aua. Okay, hier müssen wir da nach drüben. Komm, komm, komm. Nach oben. Die Tür hatten wir schon geöffnet. Ich glaube, wir müssen jetzt aber gleich die Kontrolle... Ja. Wir brauchen die Kontrolle über ihn hier. Wie machen wir denn das jetzt am besten? So, erstmal machen wir das hier. Komm schon. Ja. Abwarten. Okay. Er läuft nämlich jetzt hier entlang. Ich kann das ja eigentlich... Kann ich das jetzt schon nach unten fahren lassen? Ich stell den mal hier hin. Auflegen. Dann haben wir die Kontrolle über Hardboiled Chicken. Denn wir müssen wieder hier nach unten. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, dann müssen wir jetzt gleich wieder auflegen. Hat funktioniert. Oh nein. Nein. Okay, da können wir kurz stehen bleiben. Stehen bleiben. Und abwarten. Okay. Ja, es hat fast funktioniert. Immerhin. Aha. Da haben wir etwas. Aua. Okay, ich darf nicht nah genug dran stehen. So. Wir müssen... Wo müssen wir hin? Also hier unten ist noch ein Knopf. So. Jetzt können wir hier nach rechts rein. Nein. Aha. Can you open the door? Oh, you smell like you just crawled out of a sewer. I had an accident. Well, you best go home and change into something less rank. Let me in and I'll go change later. Not a chance. I don't want that chemical placenta smell in here. Dann eben nicht. Yes. Can you open the door? Ja. Oh, you smell. Das wird wohl nichts. Okay. Und nun? Like something died in here. We interrupt this broadcast to bring you a special bulletin. The temple has been infiltrated by an imposter wearing our clothes.
A photo was taken earlier today. Please look the limp hood. He is considered armed and dangerous. Approach with extreme caution. He goes by the name of Hard-Boiled Chicken. Be on the lookout for this sneaky chicken. We thank you for your attention. That's you! You're that chicken! Oh yeah. Okay. Wir sind direkt eliminiert worden. Dank der Durchsage. Oh, wir landen wieder hier. Okay, abwarten. So, ab nach unten. Gut, das können wir jetzt überspringen. Komm schon. Na, danke. Ich darf mich nicht von ihm erwischen lassen. Und der Speicherpunkt ist sehr merkwürdig gelegt. Okay, wir warten mal. Ab nach unten. Überspringen. Komm schon. Komm schon. Ich muss ja die ganze Zeit rumspringen, weil ich sonst erwischt werde. Komm schon. Ach, Mann. Na also. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Komm schon. Komm schon, etwas näher. Ah, ich darf ihn nicht treffen lassen. Ah, okay, ich muss ja auch die Leertaste drücken. Erwischt. Das war gefährlich. Aber hier haben wir schon etwas Medizin. Achso. Ich kann nur hier links raus. I guess I can get rid of this dirty costume. Anscheinend schon. Ah, much better. Und ich darf mich mal wieder durchschießen. Au. He's here. Get him. I'll burn you myself. Achtung. Okay. Okay, wenn ich ihn oft genug abschieße, dann kann er mich nicht verbrennen. Dann gehen wir mal weiter. Da haben wir wohl kein neues Kostüm gebraucht. No turning back now. This must be where all the meat is kept. Looks like enough to feed a small army. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber was nun? And then that happened. Oh nein, die Kleinen! Heilige! Die sind hochexplosiv, wie ich sehe. Das war's mit mir. Ja. Okay. Stromausfall. Naja, war wohl geplant. Na. Oh. Heilige. Wo bin ich? Natürlich könnt ihr auch die Leiter nehmen. Da habe ich einige erwischt. Okay, wie viele sind jetzt noch übrig? Nach unten, nach unten. Okay, die scheinen also zu explodieren. Wenn ich nur mal treffen würde. Ah, na also. Okay, wir laden nochmal nach.
Ja. Das sind echt nicht wenige. Okay, nachladen. Ja. Okay, die sind aber noch übrig. Und in der Ecke sitzt noch einer. Oh, diese Abscheulichkeiten. Komm schon. Ja. Wären das auch weniger? Meine Munition wird langsam knapp. Okay. Jetzt kommt der hier entlang. Erwischt. Ja. Erwischt. Das waren alle. Das hat gedauert. Ach, hier liegen noch. So, die nehmen wir mal mit. Ich habe noch einen Schuss hier. Ah. Das nehmen wir mit. Den lassen wir hier. Was sagt die Karte? Da kommen wir also auch noch vorbei. Und nach rechts kommen wir. Nehme ich mal stark an. Ja, hier kommen wir weiter. Okay. Und jetzt? Boah, das sind echt zu viele. Keine Munition. Was sehen wir denn? Jagdgewehr? Nehmen wir mal die AK. AK! Okay. Explodiert, meine Kleinen! Explodiert, meine kleinen Missgeboten! Explodiert! Was sind das denn für... Wer bringt so etwas denn hervor? Kamikaze-Kämpfer. Okay. Kann ich hier noch nach unten? Aha. Es wäre hier irgendwo. Ich weiß nicht, wo man hier noch entlang kann. Wir gehen mal nach rechts weiter. Hm. Na schön. Dann einmal hier weiter. Ja. Mhm. Achso. Geschlossen. Hier kommen wir weiter. Immerhin haben wir hier grüne Pfeile. Ach du Heilige. Okay. Nein. Boah. Das war nicht mein Plan. Okay. Na, zum Glück. Okay, nachgeladen. Die nehmen wir noch mit. Sind hier noch welche? Ich höre Dinge. Ah ja. Ich kann auch weitergehen. Okay. Wo seid ihr? Natürlich. Ich werde mal wieder eingeschlossen. Ja, ich bin fast tot. Das war's mit mir. Wir haben hier aber direkt noch einen Speicherpunkt erhalten. Ja, hier. Genau. Komm schon. No. Au. Ich sollte nicht stehen bleiben. Oh, komm schon. Okay. Ich sollte nicht stehen bleiben. Ich sollte mich an meine eigenen Hinweise halten. Boah. Ja, das mit dem Zielen haut auch nicht immer hin.
Ja. Komm schon. Komm schon. Nachladen. Puh. Achso, ja. Naja, allzu schwierig war das auch nicht. Was hängt denn hier? Achso, das hier sind auch solche Röhren. Für solche Klone. I'm getting the heebie-jeebies. This lockdown is creeping me out. Und ich sehe nichts. Also hier kann ich ja wohl nicht durch. Kann ich hier... Ich sehe nichts. Habe ich ja gesagt, da kann ich nicht vorbei. Achso, kann ich jetzt einfach... Ah ja. Ah, finally. Mhm. Wer ist dran? With pleasure. Hold on. Danke sehr. Anything else, sir? Achso. Nein, ich glaube, das war's. No. Na, so viel dazu. Okay, mehr kann ich hier aber nicht mehr entdecken. Kann ich hier? Hier kann ich nur nach oben fahren. Ja. Dann gehen wir mal zurück. Ja, einen anderen Weg sehe ich gerade nicht. Das sieht schon wesentlich besser aus hier im Licht. Ah ja. Oh je. Yeah. Okay, den haben wir. Nachgeladen. Das ging schnell. Genau. Hier können wir noch entlang. Das hier ist geschlossen. Okay. Okay. Moment, ich gehe nochmal kurz zurück. Ich will nämlich nachsehen. Zwei. Hier waren wir noch nicht. Hier sind noch ein paar Fragezeichen. Vielleicht müssen wir dafür aber auch auf die... Aber das müsste ja doch hier sein quasi, wenn ich die Karte richtig... Genau, hier kann ich noch nach unten. Aha. Genau. Moment, nachladen. Naja, immerhin ihn. Der hat mich abgestochen. Ich lande wieder hier, was? Achso, hier hat er gespeichert. Aber warum? I'm getting the heebie-jeebies. This lockdown is creeping me out. So, nehmen wir einfach ihn hier. Ah, finally! Ja. Soll ich wieder abwarten? Turn the lights back on. Mhm. With pleasure. Hold on. Okay. Anything else, sir? Nein, jetzt. So. Nochmal schnell erledigt. Okay. Naja, die Speicherpunkte sind etwas suboptimal gelegt, wenn ich das so ausdrücken darf. Ja. Hier komme ich noch nach unten. Genau. Ich meine, kann ich... Na, vielleicht nicht den hier. Kommt der hier irgendwo an? Ja. Das scheint doch zu funktionieren. Komm schon. Sehr gut. Eine Kettensäge. Nein, ich hab... Pardon, ich hab schon wieder aus dem Spiel geklickt. Okay, ihr habt nichts verpasst, keine Angst. Ich lande hier immer manchmal auf dem linken Monitor, weil ich aus dem Spiel klicke. Ich habe ja hier mehrere Monitore stehen.
So. Gehen hier oben, machen wir auch noch platt. Normalerweise sollte die Maus auch nicht aus dem Monitor wandern, aber manchmal passiert das eben, wenn die Spiele darauf nicht angepasst sind. Okay. Ja, der steht da einfach rum. So. Moment. Hier entlang. Da kommen wir weiter. Ah ja, okay. Dann gehen wir einmal nach rechts.